Er hat eben gerade gesagt, mir werden hier ca. 6.000 bis 8.000 Leute. Wow. Von den Linken in Olympic, im Parlament, und ich bin nicht korrumpiert, das könnt ihr nicht glauben, weil ich seit 40 Jahren in den sozialen Bewegungen bin. Ich bin kein Parteipolitiker, für mich ist die Partei Mittel zum Zweck, ganz klar, das ist auch meine Partei und mit der die größten Übereinstimmung habe. Trotzdem nutze ich diese Möglichkeiten, und das, was wir hier machen, parteiübergreifend, ist eigentlich ein uniker Formular. Und genau das steht mir vor. Darum rufst du Volksfront. Weil das ist ganz, ganz negativ, weil ich mache gerade in Deutschland. Jetzt wollen wir ein uniker Formular für uns alle anderen arbeiten. Und in Atomkraftbewegungen, in sozialen Bewegungen, dass wir da auch in sozialen Anderkraftbewegungen überleben. Und wir müssen das Wesen des Kapitalismus. Damit wir einander sehen können und die Handzeichen auch einen Sinn machen. Und dann noch eine letzte kurze Zwischenbemerkung. Vor dem London Stock Exchange in London sitzen mittlerweile die Leute und blockieren dort. Das ist ein großartiges Zeichen. Das sind viele Leute. Und sie sind schon ganz mit uns. Sie haben sich gerade bei mir gemeldet und gesagt, Wir sind in unseren Krankheiten. Der heißt der 10-Punkte-Plan zur Eroberung eines Planeten. Der heißt 10 Punkte mehr Geld. Schaut euch den an und dann wird euch vieles klar. Die Banken, die nehmen eure 1000 Euro, die ihr auf dem Konto liegen habt, und geben jetzt schon 10 Mal heraus und verlangen aber für diese Pflicht Zinsen. Wo kommt dieses Geld her? Das existiert überhaupt nicht. Und noch etwas zu dieser Bildung. Dieses Heißbildungssystem ist aufgespalten. Es gibt Berufsakademien, wo 25.000 Euro monatlich bezahlt werden. So viel ich weiß, was hier viele sind. Da werden wir Eliten geschaffen, die da oben sitzen. Abitur ist heutzutage Standard. Und da haben wir etwas anderes zu tun gehabt. Wir müssen Ich schlage an wegen schweren Betruges zu Lasten von Kleinanlegern und Steuerzahlern, die von denen ihr wisst, dass sie verantwortlich sind. Wir klagen an die Partei- und Finanzoligarchie wegen Zerstörung der Natur und sozialer Beziehungen. Wir klagen an wegen Verletzung des Rechts auf Leben. Wir klagen an wegen Verletzung des verfassungsmäßigen Rechts auf freie Entfaltung unserer Persönlichkeit und nicht der, die Sie sich vorstellen, wie der Freund Bohr zu Liebe gesagt hat. Wir haben